Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, winken hier auch. Ich habe ja in der letzten Folge über die Maus gemeckert, ne? Ihr wisst schon, dass die Maus nicht so funktioniert hat, wie sie sollte. Und dass ich das schade fand, vor allem, weil halt das Programm mit dem Makromanager und so weiter und so fort, weil das wirklich sehr gut war oder mir sehr gut gefallen hat. Das Problem war halt, es hat halt nicht mehr das gemacht, was es sollte, und das war ärgerlich. Ich habe dort jetzt mal eine Alternativlösung gefunden, denn die Tastatur ist ja von derselben Sache und ich konnte ja auch die Tastatur mit den Makros belegen. Ich habe jetzt hier diese, keine Ahnung, diese Stargate-Taste nenne ich die, die mit dem, die neben der 1, die links neben der 1, habe ich jetzt mit dem Makro belegt. Nur halt nicht mit dem Unterschied, dass ich da nicht die Maus gedrückt halte, sondern halt einschalten, dann legt's los. Hier, guck mal, ja, so. Ausschalten, halt nochmal Taste drücken, dann müsste ausgehen. Das ist auch eine Option. Das funktioniert offensichtlich genauso und dann müsste man mal gucken. So, irgendwann die Tage wird auch mal anstehen, zu gucken, was leichter geht, die Pilze oder eben die anderen. Wir werden es halt sehen. Na, funktioniert das nicht beim Laufen oder was ist los hier? Kann sein, dass... Ach, ja, alles klar. Ich kenne den Fehler. Ich müsste das gedrückt halten. Das ist natürlich dann blöd. Dann würde das funktionieren. Weil drücken beliebige Taste. Vielleicht können wir da noch was einstellen. Ich gucke da gleich mal rein. Wir machen mal schnell die paar Pilzchen fertig. Und dann machen wir nochmal so eine schnelle Aufarbeitungsmethode. Weil ich weiß jetzt, warum der wieder aufhört. Der hört auf, weil ich eine beliebige Taste drücke. Ich dachte, es würde dieselbe Taste sein, die ich drücken muss zum wieder aufhören. Nein, es ist eine beliebige, denn das ist natürlich unscheiße, mich, lich und so weiter und so fort. Ihr wisst schon, was ich meine. Plum, plum, plum. So, Drachenschuppe. Genau, so, wir gehen mal. Warte mal, ihr könnt ja nochmal hier Monitor... Nee. Monitor 2. Und eigentlich müsste er hier zu sehen sein. Dann nicht. Bildschirmaufnahme ist ja eigentlich Monitor. So, das funktioniert nicht. Nochmal einmal. Komm, so. Ja, jetzt geht's. Okay, wunderbar. Ich bin wieder da und ihr kennt ja das Programm, nur dass ich halt hier in der Dingens eingestellt habe. So, Makromanager. Wir haben hier Makroname, bla bla bla, Mausereignis, das ist alles eingestellt. Wir müssen hier reingucken. Ich habe gesehen, dass ich angegriffen werde. Das werden wir direkt mal ändern. Augenblick. Lalalalalala. Ich dachte, ich stehe hier mitten auf dem Weg sicher, aber nein. Mistvieh muss mich trotzdem verhauen. Na gut, dann haue ich halt zurück. Da kenne ich nichts. Nichts, 0, gar nichts. So, das hier wieder reingezogen. Okay, wir haben hier zum Stoppen, gedrückt halten, Stopp loslassen. Das wäre gut, schön wäre halt, wenn ich jetzt sagen könnte, jo, ich stelle eine Taste ein. Geht scheinbar nicht. Na gut, dann ist dieses Programm nicht ganz perfekt, also schade. Ich könnte natürlich sagen, ja, jetzt müsste ich gucken, ob das irgendwie geht, dass ich mir nicht... den Dingens, ja, stoppen, Wiedergaben, Anzahl Wiedergaben, nee, gedrückt halten, stoppen, loslassen, ne? Das wäre quasi das, was ich in Endlosschleife hätte. Jetzt müsste ich eben diese Taste gedrückt halten. Was natürlich ziemlich bescheuert ist, weil die Taste, ich komme an meine Stargate-Taste nicht ran so richtig. Da macht man sich doch nur ein bisschen zum Doofen. Das ist nichts. Gut, dann muss ich das anders machen. Also entweder muss ich halt wirklich gucken, dass ich da eine andere Maus finde, weil das ist jetzt ärgerlich, das funktioniert halt auch nicht so, wie ich wollte, weil wenn ich jetzt zum Stoppen dieselbe Taste nochmal drücken müsste, wäre das einfacher. Das wäre toll. Aber vielleicht finde ich da ja noch eine Lösung. Also ich habe noch nicht aufgegeben, nach Lösungen zu suchen. Muss ja jetzt nicht sein. Was soll's. So, Fiesta Online, wieder eingestellt. Das Ding in den Hintergrund. Und ich denke, wir legen einfach los. Ja. Ja, wenn ich gedrückt halte, funktioniert wunderbar. Ich verwurschtel mich da.
Und ich kann ja leider die Taste nicht einstellen von den Mäusen selbst. So, ich mache das wieder von Hand, weil ich sonst nicht richtig lenken kann. Das ist doof. Und naja, ist halt auch blöde. Und ich will natürlich, es gibt Mäuse, die können das. Dieses Programm kann das noch nicht. Das ist das einzige Manko, dass das automatisch, du kannst ja Profile einstellen. Und dass es automatisch bei Starten einer Anwendung oder wenn eine Anwendung in den Vordergrund gerät, das entsprechende Profil auswählt. Also sprich, Fiesta läuft, das erkennt diese Makro-Sache und stellt halt komplett vollständig selbstständig um. Das wäre eine tolle Sache, wenn das weiterhin funktionieren würde oder weiter funktionieren tun täte, tut es aber nicht. So, ich bin wieder bei den Mandragoren gelandet. Ich wollte eigentlich zu den Pilzen, wie wir uns erinnern. Aber ja, wir gucken mal. Warum ich zu den Pilzen will, einerseits, weil die ganz klein wenig mehr Erfahrung bringen, andererseits halt, weil ich hier keine Drops brauche und deswegen nicht, sag mal, mich selbst zwinge zurückzulaufen, obwohl ich das nicht will. Man kann aber gegebenenfalls sagen, man macht einfach beides, das würde ja auch funktionieren. Ich nehme mal an, das ist sowieso die optimale Lösung, dass jemand sagt, ja hier, guck mal, gerade wenn man kitet, man nimmt hier die eine Seite und auf der anderen Seite nimmt man halt ein paar Mandragoren mit. So. Wäre ja eine Option. Hier, guck, wir laufen hier drüben noch eine kleine Runde. In der Zwischenzeit sind vielleicht schon der ein oder andere Pilz wieder, ja, da. Das wäre ja toll. Andererseits sind die lahmarschig, die kommen nicht hinterher. Dann bin ich zu schnell. Plim, plim. So, was haben die da getroppt? Irgendwas für Drachenschuppen. Ah. Ja, ich habe auch so einen Drachenschuppen bei mir zu Hause. Da steht Fahrrad drin. War nur ein Witz, ich habe keinen Schuppen. Aber ihr wisst, was ich meine. Darauf habe ich das bezogen. Weiß, kleiner Sparwitz. Gebt's ja zu. So. Also wir könnten eigentlich eine große Runde laufen, nehmen die Pilze halt immer mit und machen die Mandragoren. Das wäre vielleicht die optimale Lösung. Ich müsste es austesten. Wenn ihr wisst, wie die optimale Lösung aussieht, dürft ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, bezogen auf Jäger, nicht auf irgendwelche anderen Typi-Mac-Typ-Typs. Denn nur der Jäger jagt die Jäger. Rein. So. Wir kehren nochmal ganz kurz um, wegen der Verdorbis hier, Pilzis und so weiter und so fort, denn logischerweise, wenn wir da mehr brauchen, sollten wir da auch mehr mitnehmen. Ne? Von der Respawn-Zeit kann man sich, glaube ich, gar nicht beschweren, das ist okay. Die Mandragorenwurzeln, da liegen noch drei Stück, da ich da fünf Stück. Okay, die habe ich also fertig. Die Pilze selbst, brauche ich auch noch ein bisschen was. Okay. Aber es ist machbar scheinbar, dass man durchaus auch alle beide einfach macht. Das ist okay. Vermutlich war es auch so in dem Post von jenem, welchen dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Bist nicht so nervig manchmal. Was heißt nervig? Du schreibst nicht so viel wie Julian. So rum ist richtig. Wobei Julian nervt manchmal auch. Ja. Wenn er seinen Besserwisser raushängen lässt, dann ja. So, nee, aber ja, wie gesagt, du schreibst nicht so oft, deswegen habe ich deinen Namen noch nicht im Kopf. Dujeniger welcher, der mir geschrieben hat, ich sollte hier doch hier zu den Dingern gehen. Du weißt schon Bescheid, wen ich meine. So, okay, wir haben noch vier von den Dingern. Ich kann ja in der Zwischenzeit wenigstens einmal meine Gesundheit wieder erneuern, denn die ist in Gefahr. So, okay, und dann, gut, da unten sind vier gespawnt, dann nehmen wir die gleich mal mit. So. Drachenschuppe, ach komm. Nein, jetzt ist er weg. Na gut. So. Wollte ich extra für die Schuppe umkehren. Arsch geleckt, wieder nix. Naja. Bling, blang, blong, blong. Oh, seit langem mal wieder muss ich wahrscheinlich auch irgendwann mal zurück und Steine auffüllen. Welche überraschende Überraschung. Musste ich ja wirklich, wirklich, wirklich lange nicht mehr. Die Mandragoren sind schneller als die Pilze. Das ist ein bisschen irritierend. Das ist der einzige Nachteil bei den Pilzen, die ich gerade sehe, denn die Mandragoren, die Vergoren, die Pilze zu Pilzen. Was? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, Lebenstrank, die 6. Für den kehre ich natürlich auch um, weil so viele habe ich davon nicht. Und wie ihr wisst, lässt sich der Mist, ja leider Nist, also nicht herstellen. Ärgerlich, ärgerlich oder auch nicht. Naja, ich sag mal so, der Nachteil ist, natürlich lässt sich nicht herstellen, der Vorteil ist, ich kann es auch nicht. So. Wobei, andersrum, der Vorteil ist, alle anderen können es nicht. So. So, verdorbene Pilze, bitteschön, nächste Runde, nächstes Glück.
nehmen wir hier drinnen, hier drinnen nehme ich mir ein paar Mandragorenwurzeln mit. Versuchte jetzt gerade das drinnen abzubiegen, als wäre das Absicht gewesen und ich wollte das nur verdrehen. Aber leider bin ich zu doof dafür und das war ja auch keine Absicht. Insofern das doof mit dem Verdrehen. So, okay, wir machen weiter. Jetzt sieht es wieder so aus, als würden die Mandragoren langsamer sein, ne? Es ist manchmal... Nee, doch, die hängen mir hinten am Hintern. Bis auf ein oder zwei. Okay. Ja, man muss halt sagen, die Sprint... Ich würde sagen, die Sprint ist zumindest für diese Art des Levels von den Pilzen, weil ich halt wegrenne permanent, ist die... das war knapp. Einfach hingeblieben. Ist die Pilzquest... Quatsch, die Pilzquest nicht. Ist die... Sprintrolle schon wieder zu schnell. Weil ich nicht stehen bleibe, sondern einfach nur renne. Naja, gut. Es ist halt so, wie es ist. Wir werden auf jeden Fall eine Weile damit beschäftigt sein. Wir werden uns schon noch das optimale Optimum hier ausarbeiten können. Irgendwie. Echt denn von den nächsten 40, 45? Naja. Ich mach hier Mandragoren. Die sind zum Sterben nur geboren. Ihnen trieft es schon aus allen Poren. Mein Gift. Ja, mein Gift. So. Okay. Irgendwie fehlen mir die Pilze. Wo sind die hin? Achso, die standen hier auf der Seite hinten. Okay, dann sollte ich nur vielleicht mal auch in Richtung Pilze laufen. So. So, heute habe ich übrigens das erste Mal auf Arbeit einen Verbesserungsvorschlag geschrieben. Für das Programm, was ich da zusammengebastelt habe und so weiter und so fort, haben ja quasi die das Programm nutzen, mehr oder minder, oder zumindest ein Teil von denen hat ja mehr oder minder darauf bestanden, dass ich da gefälligst einen Verbesserungsvorschlag schreibe und den einreiche, damit ich auch mal für meine Arbeit belohnt werde. Naja, jetzt haben wir das gemacht. War auch das erste Mal. Ich meine, ich verbessere und verändere eigentlich relativ viel und relativ oft. Nur ich mache halt keinen Vorschlag. Ich verbessere einfach. Dauert meistens eh zu lange, das mit den Dingen. Wobei dieser Vorschlag möglicherweise etwas schneller bearbeitet wird, weil, wurde es ausgedrückt? Weil das hat mein Vorgesetzter quasi direkt, also mein zweitgrößter Vorgesetzter direkt quasi an den Werkleiter weitergegeben, hat das direkt hingegeben mit der Bitte hier, ja, das hier ist was Richtiges, was Vernünftiges, bearbeitet das mal richtig und vernünftig. Und, deswegen wird das vielleicht ein bisschen vorgezogen. Wie hat der Werkleiter gesagt, ja gut, wenn das was Vernünftiges ist und klappt, dann lege ich das nicht erst auf den Stapel für die Verbesserungsvorschläge. Da würde es etwas länger dauern. So könnte sich sogar die Zeit ein bisschen beschleunigen, in der das bearbeitet wird. Mal gucken. Aber wie gesagt, wir wollten ja auch für ein anderes Projekt schon ewig mal eine Verbesserung schreiben. Ich habe nur, muss ich dazu sagen, nie wirklich dran gedacht mehr. Und jetzt hat mein Chef, also mein anderer, erster Chef, dessen Vertretung ich ja ab und zu mache, wenn er nicht da ist, der hat dann halt gemeint, ja, das müssen wir uns endlich da auch langsam mal ransetzen, dass wir das hinkriegen. Weil, wie gesagt, und wenn es 5 Euro sind, die man am Ende bei rauskommt, ne? Rausbekommt. Ist halt so, dass das im Prinzip kein Verbesserungsvorschlag mehr ist, sondern eher ein Verbesserungsnachschlag, denn die Verbesserung ist ja schon durchgeführt, bevor wir den Vorschlag gemacht haben. Also, genau, wir hatten das ja mehr oder weniger in Eigenregie schon angestoßen. Das war schon zu einer Zeit, wir hatten das natürlich abgesprochen, auch mit der Chefetage und so weiter und so fort, dass diese Änderungen auch möglich sind und nötig sind. Das ist ja im Prinzip schon eine Produktänderung fast gewesen. Das musste natürlich logischerweise auch mit einbezogen werden und so weiter und so fort. Wurde abgesprochen, wurde aber abgesegnet und mussten ja die Tests fahren, wie ihr, glaube ich, euch erinnern könnt, habe ich ja vorhin erzählt, ist ja schon fast wieder ein Jahr her, aber das ändert ja nichts. Auf jeden Fall hat es funktioniert, wir arbeiten schon seit einer Ewigkeit jetzt so und ich möchte das nie wieder so haben, wie es vorher war. Es ist ein Traum jetzt, ja. Man muss sich halt auch mal etwas verbessern.
So, in jedem Fall ist es aber besser, wenn ich mich entweder auf eins konzentriere hier oder eben nicht. Das weiß ich eben noch nicht. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, viel ist heute nicht geworden, auch weil ich noch mal ein bisschen rumgebastelt habe wegen dem Dingens. Aber mal gucken. Vielleicht mache ich die, doch, ich mache diese Runde noch zu Ende, zumindest von den Pilzen her, damit wir ein bisschen vorankommen. Das schadet ja nie. Und diese Pilze sind echt lahmarschig. Ja, lahmarschig nenne ich euch. Und wurzelig die Mandragoren. So. Müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Ich muss nur echt mal Sprint T1 oder sowas. Das reicht normalerweise für normale Mobs aus. Sprint T2 oder schneller. Habe ich eigentlich bisher nur für Bosse gebraucht bisher. Alles andere ist mit einer Sprint T1 immer gut abgefrühstückt worden. Und ähnlich wird es wohl auch hier sein, denn man kommt zurecht. Ich glaube, ich werde übrigens auch so weit zurechtkommen, dass ich dann demnächst mal tanken fahre. Also ab nach Rumen müsste das ja sein, ne? Rumen? Oder ist da... Ne, da unten ist auch ein Tanker gewesen, genau, okay. Also ich werde einmal zurücklaufen und dann Steine nachfüllen. Da müssen sich hin und her porten, das hat ja auch was. So. Aber das halt eben dann in der nächsten Folge. Ich mache die drei Pilze hier noch fertig. Und dann muss gut sein, denn ich hatte noch einen anderen Freund und dann muss ich noch mal... Immer so ein Stress, ne? Aber Stress muss auch mal sein. So ist es halt als Stressbolzen. So, na dann. Einmal eine uralte Schuppe nochmal. 45, 46. So, und den Rest, den machen wir nächste Folge. Ein bisschen was haben wir geschafft. Wie gesagt, es hätte mehr sein können. Aber es reicht für heute. Und wir müssen, wie gesagt, tanken gehen. Schnellstmöglich, irgendwann. Ja, machen wir in der nächsten Folge. Lasst einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Guckt auch gerne die anderen Videos an. Morgen, ich hatte das letztes Mal schon erwähnt, morgen müsste das starten, was eigentlich letzte Woche schon starten sollte, nämlich Two Weekend. Wir haben nur vergessen, das zu veröffentlichen. Deswegen wird es dieses Mal gemacht. Also sprich, eine Runde Age of Empires. Also falls ihr darauf steht, der Dü und ich spielen Age of Empires gegeneinander. Age of Empires 2. Ich habe lange nicht gespielt, wie eigentlich auch nicht, aber wahrscheinlich etwas öfter als ich. Entsprechend habe ich mich am Ende, am Anfang ziemlich dämlich angestellt. Das bessert sich im Laufe der Arbeit oder auch nicht, das müsst ihr entscheiden. Es war auf jeden Fall ein knappes Match, das kann ich schon mal verraten. Wer am Ende gewonnen hat, verrate ich natürlich nicht. So, ihr könnt aber auf jeden Fall reinschauen, wenn es euch interessiert, wenn nicht, dann nicht. So, ich wollte mich hier verabschieden, aber die blöden Pilze, die lassen mich nicht. Deswegen muss ich jetzt noch so lange quatschen, bis die blöden Pilze weg sind. Und ich sehe gerade, meine Rollen sind auch ausgelaufen. Na gut, dann ist das ja die perfekte Gelegenheit, dann in der nächsten Folge direkt erstmal zurückzukehren und in aller Ruhe aufzutanken. Dann verschwenden wir auch keine Rollen. Was will man mehr? So. Ich werde mal versuchen, mich dann in der nächsten Folge wirklich nur auf die Pilze zu konzentrieren. Ob das eventuell, sagen wir mal, besser funktioniert. Oder maximal halt 1, 2, 3 von den Mandragoras immer mitzunehmen. Einfach weil ich dann halt nicht in die Verlegenheit komme, umzukehren und vielleicht drauf zu gehen oder sowas. Ne? Sehen wir aber beim nächsten Mal. Noch einmal Tschüssi, bis denne und ciao.